Vermutlich ein Vorfall im Kraftwerk. Mysteriöses Donnern erschreckt Anwohner. 21.01.2022, 2 Uhr und 54 Minuten T-Online. Gruseliger Lärm in der Hauptstadt. Mitten in der Nacht ist in Teilen Berlins ein lautes Donnern zu hören. Viele Menschen melden die Geräusche mit Besorgnis. Der Krach erinnert an einen ähnlichen Vorfall vor einigen Jahren. Verwunderung über ohrenbetäubenden Donner und langgezogenes Grummeln mitten in der Nacht in Teilen Berlins. In den sozialen Netzwerken zeigten sich Anwohner besorgt über den Krach, der etwa alle 15 Sekunden in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt ertönte. Einige Nutzer auf Twitter teilten Videos, in denen das mysteriöse Dröhnen zu hören war. Viele kommentierten, wie gruselig der Lärm doch sei. Andere fragten, woher das Geräusch, das mehrfach wie ein lauter Gong beschrieben wurde, denn stammen könnte. Explodiert etwas in Berlin? Oder was ist das für ein Krach, schrieb ein Nutzer auf Twitter. Ja, in Mitte hört es sich an wie Donner, schreibt ein anderer. Und weiter, oder Artillerie? Was könnte die Ursache sein? Doch was könnte wirklich dahinter stecken? Einige Menschen mutmaßten, die Ursache liege im Heizkraftwerk Reuterwest von Vattenfall in Spandau. Die lassen Dampf ab, schrieb ein Nutzer. Ein anderer sprach von einem Druckausgleich. Bestätigt wurde das bislang jedoch nicht. Ein ähnlicher Vorfall im Juli 2017 spricht für diese Erklärung, denn da hatten Berliner von ähnlichem Lärm in der Nacht berichtet. Die Auflösung: Ein Waschbär war in das Heizkraftwerk eingedrungen. Das Tier hatte im eigentlich gesicherten Bereich einer Schaltanlage einen Kurzschluss im Trafo ausgelöst. Ein Sprecher erklärte, durch den Kurzschluss sei auch eine Dampfturbine ausgefallen. Der Wasserdampf in den Röhren wurde demnach in die Atmosphäre geleitet und löste den Lärm aus.